Wie lange kennst du Emma schon? Seit einem Jahr. Damals fing sie ihr Studium an der WAWA an. Sie hat das Zimmer gegenüber bezogen. Wir haben uns bald angefreundet. Ich mag sie gern. Ihr beiden seid meine besten Freunde. Danke, Charlie. Und umgekehrt. Hast du das Emma je gesagt? Ja, und sie macht Witze darüber. Typisch Emma. Ich weiß aber, dass sie sich darüber freut. Machst du dir manchmal Sorgen um Emma? Sie gerät öfter mal außer Kontrolle. Aber Emma ist klüger, als man denkt. Sie kann schon auf sich aufpassen. Als Künstlerin ist sie genial. Ihre Skulpturen sind originell und wunderschön. Ich weiß. Manchmal staune ich. Sie passen gar nicht zu ihrer Persönlichkeit. Sie ist vielschichtig, aber verbirgt es lieber. Manchmal vergisst sie bei uns die Teenager-Masche und ist sie selbst. So mag ich sie am liebsten. Wohnst du gern in Venice? Ich liebe Venice. Mir ist in 3 Jahren nicht einen Tag langweilig gewesen. Venice ist wie ein College-Gelände. Hier sind so viele junge Leute aus aller Welt. Ich finde die verschiedenen Ansichten und Kulturen erfrischend. Und dazu leben wir mitten in einer der größten Weltstädte der Erde. Egal, was du von Newport hältst, hier ist immer was los. Ja, in Venice fühle ich mich zu Hause. Ich werde auch erstmal hier bleiben, solange meine Freunde auch hier wohnen. Was ist mit dir, Charlie? Was soll mit mir sein? Ja, wann hast du zuletzt über dich gesprochen? Du weißt doch, dass ich nicht viel Aufhebens um mich mache. Aber ich würde gern über dich reden. Wenn du willst, möchtest du was Bestimmtes wissen? Was wünschst du dir am meisten? Eine dunkle Bühne, einen vollen Saal und mich im Rampenlicht. Tanzen ist doch mein Traum. Wenn ich es draußen schaffen soll, muss ich unter die Besten kommen. Also übe ich, lerne und verdiene mir mein Geld als Kellner. So ähnlich wie du. Was hat dich nach Venice verschlagen? Daheim gab es keine professionelle Tanzausbildung. Und mein Vater hätte mich lieber in der Fabrik gesehen, wo er und sein Dad gearbeitet haben. Hier in Venice hat jeder seine Träume und alle helfen einander. Egal, wie verrückt die Wünsche sein mögen. Dein Wunsch ist nicht verrückt, Charlie. Du bist auf dem besten Weg dorthin. Aber ich bin noch lange nicht dort. Du hast recht, ich muss nur hart arbeiten. Du kannst es auch schaffen. Wir beide sind so begabt. Arbeitest du gerne hier im Café? Naja, der Verdienst ist in Ordnung. Aber ich will mein Leben nicht als Barkeeper verbringen. Aber du bist ja auch oft hier. Und mit Freunden macht der Job viel mehr Spaß. Sonst würde ich vielleicht nicht durchhalten. Harte Arbeit und wenig Geld. Aber wie du schon sagtest, ich sehe meine Freunde und kann mir die Stunden einteilen. Mehr wollte ich nicht wissen, Charlie. Alles klar. Danke, Charlie. Ich muss langsam los, Charlie. Pass auf dich auf. Jetzt schauen wir uns mal... Denk dir an Stan heute, um deinen Lohn zu bitten. Von alleine zahlt er nicht. Genau. Marcus, Emma, Stanley. Ich will mein Geld. Mein Chef Stan. Harter Kerl mit weichem... Ach nein, er ist ein herzloser Mistkerl. Das habe ich gehört. Das wusste ich schon. Was machst du hier? Ich... Du arbeitest heute Nachmittag doch nicht, oder? Meine Angestellten sollen nicht durcharbeiten. Also geh und schlaf eine Runde. Aber ich bin doch nur... Verdammt, Göre. Bin ich dein Babysitter? Schön, dich zu sehen, Stanley. Ich arbeite heute nicht. Ich... Oh, sag diese beiden Worte nie wieder in meiner Gegenwart. Mein Magengeschwür. Dich und schön? Nein. Arbeite und nicht. Benutz die nie wieder im selben Satz. Mir wird schon schlecht, wenn ich sie ausspreche. Ja, das ist
Ist mir aber egal, ich arbeite heute nicht und ich sag's auch nochmal, nee. Und dafür möchte ich jetzt meinen Lohn. Ich möchte gern meinen Lohn haben. Verdammt, Göre, ich habe schon Migräne. Lohn, aua! Warum klingt das Wort bloß so unanständig? Hör zu. Warum lässt du den alten Stan nicht einfach in Ruhe? Husch, husch, geh spielen, Kleine. Digga, ich will mein Geld. Ich hätte trotzdem gern mein Geld. Heiliger Mann, du. Du kannst einen aber fertig machen, meinetwegen. Hast du deinen Stundenzettel? Ja. Ja? Ja? Zeig her. Du meinst doch nicht, dass ich dir unbesehen glaube. Oh. Shit. Der Stundenzettel, yay. Hey, mein Stundenzettel vom Café. Prima. Jetzt kann ich meinen Lohn abholen. Gute Intuition. Dann nehmen wir den Stundenzettel und stopfen ihn dem Fettsack ins Gesicht. Da ist mein Stundenzettel. Nicht so laut, Süße. Das Wort bringt mich um. Zeig her. Das soll ich unterschrieben haben? Im Anfall geistiger Umnachtung. Also? Sieht nicht gefälscht aus. Danke. Danke? Wo bleibt mein Geld? Ach, das kriegst du heute, nicht nächste Woche, Süße. Ich schreib's auf, mach dir keine Sorgen. Geht's noch? Alter, ich drück dir gleich eine rein. Oh, Scheiße, ich bin eine Frau. Versuchen wir's mal. Ich brauche das Geld jetzt, Stanley. Ja, wir brauchen alle Geld jetzt. Ist nicht nächste Woche. Du Penner. Vergiss es, ich kündige. Ach, du kündigst? Das kannst du nicht. Hier kündigt keiner, Süße. Ich kann kündigen und ich tue es hiermit. Verdammt! Weißt du nicht, wie schwer es ist, Leute für den Drecksjob zu finden? Ich brauche dich! So sehr, wie du das Geld brauchst? Ja, Himmel nochmal. Okay. Ich geb dir dein blödes Geld. 50 Kröte, nicht? $375, Stanley. In bar. Ja, natürlich, in bar. 300... Bist du sicher? Ich zahle einfach zu gut. Na schön, gib mir deine Geldkarte. Na, so geht doch. Danke, Stanley. Ja, natürlich. Ist schon gut. Moment mal, möchtest du heute Abend einspringen? Sandra ist krank und ich brauche eine Vertretung. Na, wie ist es? Oh, shit, nee, ich habe doch das Treffen mit dem Cortez. War das heute Abend? Ich sag mal, ich habe keine Zeit. Tut mir leid, ich habe schon was vor. Was vor? Am Freitagabend, heiliger Manu, wo kommen wir bloß hin? Geh schon, überlass mich meinem Magengeschwür und meiner Migräne. Ach jö, der Arme. Mein, eigentlich Emmas Freund, Markus, ein Kommilitone von der Wawa. Tom's Follies. So, das Poster soll ich mir angucken? Die Galerie Roma präsentiert Wachstumsschmerzen. Eine Ausstellung von und für Kids und Teenager. Aha. Hat okay. Gott, ist das vielleicht gemeint? Wo Kinder ihre Träume vorstellen? Aber wo liegt die Galerie Roma?
Das steht wahrscheinlich hier ein unten. Ein Werbeposter für die Ausstellung WAG-Freikarten für Studenten. Cool. Ich mag Sachen, die es um Freikarten nehme ich immer mit. Schnipplup. Und auf den Freikarten steht bestimmt auch drauf, wo der Kack sein soll. Das ist die Adresse. Die Galerie liegt bei der Watertown-Brücke. Das ist drüben in West Venice, glaube ich. Ich muss mit der U-Bahn fahren. Mit der Metrolinie. Prima. Prima, 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 prima. Eine Jukebox. Laut Stan ein Original. Fast 200 Jahre alt. Mir kommt sie aber vor wie ein Nachbau. Ein sehr guter allerdings. Kann man nach viel guten Zureden hat Stan die Jukebox endlich auf kostenlosen Betrieb umgestellt. Ich wähle mal ein Stück nach Zufall. Oh yeah. Wow. Der volle Partysong. Da geht's dann aber auch ab, ja? Brot kann man auch mal mitnehmen. Frisches Stangenbrot. Ich liebe die Küche hier. Ich frage jetzt, ob ich jetzt mit der Emma quatschen soll. Oder ob ich mal kurz eine Aufnahmepause mache. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle jetzt mal eine Aufnahmepause. Sichere unser Spielchen. Ups, nein. Genau. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, die genau an dieser Stelle hier weitergeht. Bis dann, Leute.